Ein Taschenrechner funktioniert mit 3 Volt und einer Stromstärke von 10 mA. Man möchte ihn mit 9 Volt versorgen und die Stromstärke beibehalten. Frage: Wie groß ist der Widerstand, den man in Serie hinzuschalten muss? Wir haben zuerst diesen einfachen Strompreis, in dem die Spannung 3 Volt beträgt. Ich nenne diese Spannung UK1 für Spannung im Stromkreis 1. Die Stromstärke in diesem Stromkreis nenne ich auch IK1, Stromstärke I für den Stromkreis 1, und die beträgt 10 mA, das heißt 0,01 Ampere. Nennen wir den Widerstand R1. Zu diesem Widerstand soll ein zweiter Widerstand R2 in Serie geschaltet werden. Das ist der Stromkreis 2. Die Spannung beträgt 9 Volt. UK2 ist also 9 Volt. Und man sagt auch, dass die Stromstärke in diesem Stromkreis dieselbe sein soll wie die im ersten Stromkreis, was also bedeutet, dass IK2 gleich ist zu IK1. Was wir suchen, ist dieser zweite Widerstand R2, den wir in Ohm ausdrücken. Da diese zwei Widerstände in Serie geschaltet sind, haben wir diese Formeln von Kirchhoff zur Verfügung und für jeden Stromkreis haben wir auch das Ohmsche Gesetz zur Verfügung. Wir wenden sofort das Ohmsche Gesetz für diesen ersten Stromkreis an. In diesem Kreis gilt also UK1 gleich R1 mal IK1, woraus wir schließen, dass R1 gleich ist zu UK1 geteilt durch IK1. UK1 beträgt 3, IK1 beträgt 0,01. Also haben wir als ersten Widerstand 3 geteilt durch ein Hundertstel. Und 3 geteilt durch ein Hundertstel, das macht 3 mal 100, also 300. Dieser Widerstand R1 beträgt also 300 Ohm. Im zweiten Stromkreis wissen wir, dass IK2 genauso groß ist wie IK1. Das halten wir hier fest. In diesem zweiten Stromkreis gilt aber auch das Gesetz von Ohm. Das Gesetz von Ohm besagt hier, dass die Spannung UK2 gleich ist zum Gesamtwiderstand Groß R mal die Stromstärke IK2. Und da die zwei Widerstände in Serie geschaltet sind, ist Groß R gleich zur Summe von R1 und R2. Das Gesetz von Ohm in diesem zweiten Stromkreis ergibt also UK2 gleich R1 plus R2 mal IK2. Und da IK2 dasselbe ist wie IK1, erhalten wir diese Gleichung, in der wir jetzt UK2 durch 9 ersetzen, R1 durch 300 ersetzen, R2, das ist die Unbekannte, die wir suchen, und wir ersetzen noch IK1 durch 0,01. Somit erhalten wir diese Gleichung. Hier steht mal ein Hundertstel. Also wird hier eigentlich durch 100 geteilt. Diese 100 setzen wir links rüber und 9 mal 100 ergibt 900. Jetzt setzen wir noch 300 nach links. 300 wird da subtrahiert. 900 minus 300, das macht 600. Der Widerstand R2, den wir suchen, beträgt also 600 Ohm. Und das ist die Endantwort auf die gestellte Frage. Dieser zweite Widerstand beträgt 600 Ohm.